Hey Leute, hier ist Larissa vom Aquapuristen-Kanal. Falls ihr euch jetzt wundert, wo Benjamin hin ist, keine Sorge, da wird es auch noch Videos von ihm geben. Aber nachdem ich jetzt letztes Mal vorgestellt wurde, wir können euch das Video hier oben nochmal verlinken, dachte ich, kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich hier so ein Schneckenbecken leer mache. Weil vor allem bei den blauen Posthornschnecken ist es so, dass die, wir wollen natürlich, dass sie besonders schön gefärbt sind, also besonders schön intensiv blau und nicht so weißlich. Sprich, das Schneckenhaus muss relativ durchsichtig sein und so. Und deswegen sind die ein bisschen selektionsaufwendiger als die anderen Posthornschnecken. Also im Endeffekt genau das Gleiche wie bei den Garnelen auch. Man muss immer mal wieder gucken, kommt eine falsche Farbe bei rum, also die man in dem Fall nicht haben möchte. Und in dem Becken hier, zwei habe ich schon leer gemacht, sind halt relativ viele eher hellere dabei, die mehr so ins Rosafarbene gehen. Und deswegen wollen wir jetzt mal das ganze Becken leer machen, die dann ein paar Wochen austrocknen lassen, damit da auch nichts mehr sein könnte, was dann auch wieder falsches Erbgut sozusagen hat. Und dann werden wir uns die schönsten blauen Schnecken, die wir haben, raussuchen und dann neu ansetzen. Wie gehen wir hierbei vor? Naja, genauso wie bei den Garnelen praktisch auch. Also erstmal versuchen wir, so viele Schnecken wie möglich rauszufangen. Ich lasse das Wasser ab. Also hier gibt es so eine Vorrichtung, dass da unten so ein Schraubventilteil ist. Und da ist dann so ein Rohr reingesteckt, was halt bis zur von uns vorgesehenen Wasseroberfläche reicht. Und wenn man dieses Rohr dann unten rauszieht, na, dann ist das wie ein Abfluss. Also da läuft das Wasser dann einfach ab und man kriegt es relativ leer. Zwischenzeitlich sauge ich dann nochmal den ganzen Schlamm, den wir hier unten haben, ab. Das geht leider nur in den Eimer rein, also von dem höheren Becken machen wir es so, dass man dann in den Ablauf von dem unteren das macht. Das funktioniert hier jetzt leider nicht, deswegen machen wir es hier in den Eimer rein, was aber auch gut ist, weil man dann noch eventuelle Schnecken, die man mit eingesaugt hat, wieder abfischen kann. Das Ganze funktioniert hier mit so einer ganz normalen Mulmglocke. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann braucht man natürlich noch ganz viele Eimer, wo man das reintun kann. Am Ende auch noch ein Handtuch, das werdet ihr dann nachher sehen, was ich damit ganz am Ende mache. Ja, ein Kescher, um die Schnecken rauszufangen und hier, die passen erstaunlicherweise wirklich alle in so einen Behälter hier rein. Und dann natürlich da hinten der Filter wird auch nochmal sauber gemacht, also der Vorfilter und die beiden großen Schwämme von dem Hauptfilter nehme ich raus und saug dann die Filter nochmal aus. Das passt ganz gut, weil die Reihe hier ist jetzt sowieso wieder mit Filterwaschen dran. Ist übrigens auch eine von meinen Aufgaben, wofür ich dann auch gerne mal die Waschmaschine benutze. Genau, und wenn dann alles leer ist, kommen die Schnecken aus dem Becken hier in unsere Mix-Posthorn-Schneckenbecken. Also wir haben ein paar Becken, wo halt ja verschiedenfarbige drin sind und die haben wir auch im Shop, werden ja auch gerne von euch bestellt und sind ja auch eigentlich ganz schön anzusehen, wenn da alle bunte Farbmischungen sind. Manchmal kommen dann auch noch irgendwie dunkelbraunere bei rum. Und dann, wenn die nachher ausgetrocknet sind, dann werden wir da, wie gesagt, neue ansetzen. Das Schwierigste ist eigentlich am Ende, das ganze Wasser aus dem Becken rauszukriegen, weil nach einer Zeit ist halt der Überlauf, dass es da nicht mehr weitergeht. Dann kann man nochmal versuchen, abzusaugen. Allerdings kann man das dann auch nicht mehr mit der Mulmglocke hier ansaugen, sondern man muss es dann mit dem Mund machen. Und da habe ich damals auch schon gedacht, als Benjamin das gemacht hat, dass ich ihn dachte, das würde ich ja niemals machen. Jetzt habe ich es selber gemacht. Egal, funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann ja auch vorher so die Hand da dran halten, dass man nicht direkt den Mund am Schlauch hat. Ne? Ja, dann saugt man so weit ab, bis das irgendwann auch nicht mehr geht. Dann habe ich mir hier nochmal so einen Becher genommen und das dann versucht abzuschöpfen. Und ganz am Ende kam dann das Handtuch zum Einsatz, was ich dann da reingeworfen habe und immer so ein bisschen hin und her gewischt und ausgewrungen. Ja, und dann hat man es so sehr feucht noch, aber das trocknet ja auch aus. Also es muss ja jetzt nicht furztrocken sein. Genau, und die Schnecken werden dann am Ende natürlich auch nochmal einmal ausgespült. Also da ist dann ja noch der ganze Schlons vom Fangen hier vom Boden drin. Da habe ich dann immer Wasser reingemacht, ist wieder abgegossen, wieder Wasser reingemacht, wieder abgegossen. So lange, bis dann halt nicht mehr so viel Dreck da drin war. Und dann auch die hohlen Schneckenhäuser, also die schon toten Schnecken, habe ich dann aussortiert. Die will man ja nicht unbedingt wieder in das andere Becken reinwerfen. Und die anderen durften dann ja zu den anderen Mix-Posthorn-Schnecken ins Becken wandern. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Tricks habt, wie man vielleicht so ein Schneckenbecken gut leer kriegt und selektiert bekommt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Ich glaube zwar nicht, dass ihr jetzt die Schneckenzucht in so einem ganz großen Becken in dem Sinne betreibt. Also in dem Becken sind auch wirklich nur Schnecken drin. Da ist
kein Moos, keine anderen Pflanzen, keine Fische, keine Garnelen mit drin. Damit, also ein paar von denen, von jeder Farbe haben wir eben Becken, wo wirklich nur die Schnecken drin sind, damit man solche rabiaten Maßnahmen, wie wir das jetzt hier machen, eben einfacher machen kann. Ja, aber falls ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt, wie gesagt, wir sind immer froh, wenn man andere Tipps bekommt und probieren auch gerne mal was aus. Vielleicht habt ihr da ja noch eine andere Idee, auf die wir gar nicht gekommen sind. Okay, dann sage ich mal ciao und vielleicht bis zum nächsten Mal.